Zu Beginn möchte ich vielleicht noch ein Thema setzen. Wenn ich so die Nachrichten schaue, was wird in den Medien thematisiert zum Thema Digitalisierung, dann geht es hauptsächlich um Computer, um Tablets, aber das Wort Lernen wird eigentlich nicht in den Mund genommen. Wir sehen Lehrkräfte, die vor Smartboards stehen, die schön flimmern, auf den Fensterchen hin und her geschoben wird. In der Regel hat es aber kaum was mit dem Anliegen der Medienbildung und dem Anliegen unserer Schülerinnen und Schüler zu tun, nämlich die Frage, wie können die sich denn auf diese Zeit vorbereiten, die vor ihnen steht, auf das Zeitalter, auf das ich jetzt gerne gleich noch eingehen möchte. Und weil ich es schon gesagt habe, ich beginne einfach mal mit dem, was gerade passiert. Es gibt eine wunderbare Studie der UNESCO, die beschäftigt sich mit den Megatrends. Das ist also das, was unsere Welt gerade bewegt und in Zukunft verändern wird. Danach möchte ich auf das eingehen, was wir aus von Seiten Industrie und Forschung mal bekommen haben, nämlich da hat man sich mit dem Gedanken der 21st Century Skills auseinandergesetzt. Die Frage, was an Soft Skills müssen denn Lernende haben, damit sie in Zukunft in der digitalisierten Welt gut zurechtkommen. Ich werde noch mal was zur Kompetenzorientierung sagen, denn meine Wahrnehmung von den Kongressen, auf denen ich war, von den Diskussionen, die ich gehört habe, ist, dass der Begriff der Kompetenzorientierung eigentlich völlig missverstanden wurde. Und deswegen möchte ich noch mal ganz klar sagen, was ich darunter verstehe und wie sich das in Beziehung auf unsere Welt und die Schule bezieht. Verhält. Dann gehe ich ein klein wenig auf die Didaktik, die sich aus der Kompetenzorientierung, auf die Mediendidaktik, die aus der Kompetenzorientierung folgt, welche didaktischen Thesen wir vertreten und von was wir glauben, dass es in Zukunft trägt. Und ich nehme mir heraus, ein kleines Fazit zu ziehen. Die Studie, habe ich schon erwähnt, Trendshaping Education, ist sehr spannend, kommt, glaube ich, alle 2 Jahre raus. Da beschäftigt sich die UNESCO mit den globalen Trends. Und zwar diejenigen auch, die wir als Lehrkräfte, als Bildungsforscher, vielleicht auch als Eltern im Blick haben sollten, die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen betreffen. Und da gibt es so eine klare Aussage, ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal daran dachte, dann doch Lehrer zu werden, da war der Satz, dass Medien eigentlich ein Ausnahmezustand sind. Das ist was, das gehört gar nicht in unsere Welt, das hat man nicht so auf den Blick. Zumindest das, was man heute fälschlicherweise noch als neue Medien bezeichnet. Ich frage mich, wann das vorbei ist, denn so neue sind sie gar nicht. Und das war einfach ein Sonderfall von Welt und das ist es jetzt absolut nicht mehr. Es ist der Normalfall. Ich habe früher in Physik immer mal die Frage gestellt, schaut doch mal, was für euch passiert, wenn der Strom ausfällt. Jetzt kann man die Frage erweitern und fragen, schaut doch mal, was bei euch passiert, wenn das Internet ausfällt. Einer dieser Megatrends, ich habe hier ganz viele aufgeschrieben, die adressiert werden, ist die künstliche Intelligenz. Und da habe ich im Sommer was erlebt, das hat mich persönlich als jemand, der sich viel mit Informatik befasst hat, doch schon bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen das Gleiche macht. Hi, I'd like to talk to you on Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Right. What is that? At 5 p.m. Oh, actually, you need to for like after like 5 people. For people, for who you can come? How long is the wait usually to be seated? For next morning or weekday or? For next Wednesday, 7. Oh, no, it's not too easy. You can come for 4 people, okay?
Oh, I got you. Thanks. Ja, da fragt man sich, warum applaudieren die eigentlich? Die Google KI hat den Turing-Test bestanden, was so viel heißt wie, man kann als Mensch nicht mehr unterscheiden, ob da jetzt ein Computer mit mir spricht oder ein echter Mensch. Und das ist für mich eine wirkliche Umwälzung, was da an Know-how dahinter steckt, dass so etwas möglich ist. Und ich habe zwischendurch auch einfach mal die Untertitel eingeschaltet. Also Google kann dann das, was gesprochen wird, mitschneiden und darstellen, um mal zu zeigen, wie fehlertolerant dieses System ist. Und es erscheint trotzdem noch, dass so, als würde ein echter Mensch sprechen. Und was noch verstörender ist, dass das mal eben von einem Privatunternehmen gemacht wird. Früher Kernenergie, da hat ein ganzer Staat, die Vereinigten Staaten haben Milliarden investiert, damit das irgendwie mal erforscht wurde. Und das macht ein Konzern. Und das ist wirklich schon eine Umwälzung, die wir im Blick haben sollten und die auch viel, viel verändert. Darauf möchte ich dann auch gleich noch eingehen, um das mal deutlich zu machen, was sich auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gerade tut. Die Anzahl der Patente innerhalb von 15 Jahren sind um 1000% gestiegen auf diesem Gebiet. Das ist schon umwerfend und zeigt uns eigentlich auch, was da in Zukunft noch alles drin ist. Gleichzeitig können wir viele andere Dinge betrachten, neue Mobilitätskonzepte. Ich habe neulich gemerkt, dass wenn ich, das war im Ausland, da habe ich mal die Uber-App ausprobiert, da kann man ein Taxi mitbuchen. Das heißt, wenn ich bereit bin zu akzeptieren, dass da jemand auch noch drin sitzt in dem Taxi, dann bekommt das Taxi von mir meine Geodaten und das Rechenzentrum von Uber rechnet aus, wer würde sich eh auf dem Weg befinden und lenkt das Uber-Taxi direkt an meinem Ort vorbei, sodass ich zusteigen kann. Und das weiß auch gleich, wohin ich will und berechnet den neuen Weg. Und das ist nur eine winzige Anwendung. Wenn wir auf das Gebiet Green Mobility schauen, dann ist das alles eigentlich hauptsächlich deswegen möglich, weil es riesige Datenströme gibt, die gelenkt werden. Und ohne das wäre das nur die ganze Share Economy überhaupt. Ohne das Internet wäre es nicht möglich. Flexible Arbeit, das heißt, ich hole meine Aufträge entweder von Online-Plattformen ab, das passiert im Webentwicklerbereich sehr stark, ist stark angestiegen. Online-Risiken, die haben sich gerade in den letzten Jahren verhundertfacht, verzehnfacht, also Einbrüche in Netze, Datendiebstahl, Identitätsdiebstahl. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das bedeutet, dass im Jahr 2100 wahrscheinlich ein Drittel der Erdbevölkerung älter als 65 Jahre ist. Was bedeutet das für uns? Lebenslanges Lernen, immer wieder neu erfinden, neuen Beruf lernen. Natürlich die Biorisiken. Das Gebiet der Genforschung ist auch ein starkes Gebiet der Informatik bzw. der Informationsverarbeitung. Ich habe neulich gesehen, es gibt eine uralte Datenbank und man hat die Programmiersprache Perl etwas erweitert. Es gibt ein BioPerl, das helfen soll, die Gendatenbanken auszuwerten. Und es gibt noch viele andere Themen, aber das sind erstmal so ein paar Hauptströme, die ich daraus extrahiert habe, die zeigen sollen, wie wichtig das ist, was da gerade passiert. Und daraus kann man auch schließen, das Ding mit dem Internet, mit den Computern, da dachte man ja, das geht irgendwann wieder weg. Das ist eine Phase und dann macht man das, was man immer gemacht hat. Man schreibt mit einem Stift auf einen Zettel, aber das geht nicht mehr weg. Das ist da, das bestimmt uns und das sollten wir im Auge behalten, wenn wir uns überlegen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen, wenn sie aus der Schule kommen. Auch noch einen kleinen Rückblick, um zu zeigen, was hier eigentlich passiert und um zu verstehen, was heute passiert, ist, wenn wir die industriellen Revolutionen betrachten. Wir begannen Ende des 18. Jahrhunderts, die Weber hat ja wahrscheinlich jeder in der Schule mal gelesen, da begann die maschinelle Produktion zunächst mal per Hand angetrieben. Danach war der Energieträger die Wasserkraft, sollte man heute nicht denken, aber es war so. Es ging über die Dampfkraft. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, waren die Verkehrswege auch besser erschlossen. Das heißt, man konnte Waren besser transportieren und das hat ja sehr viel schon gemacht.
gesellschaftlich, hat zu einem Aufstand geführt. Dann im 20. Jahrhundert fort mit seinem Fließband. Was da aber wichtig war, war nicht nur die Idee des Nacheinanderzusammensetzens von Autoteilen, sondern was da infrastrukturmäßig passierte. Also die Dampfschifffahrt, die Vernetzung über Schienenwege, also dass sie überhaupt in der Lage war, diese ganzen Warenströme zu lenken. Und was noch dazu kam, war der Start der Informationsverarbeitung. Auf mechanischem Wege zwar, aber die Hollerithmaschine hat auch schon ihren Beitrag geleistet. Damals der Zensus in den USA, statt 7 Jahre hat es nur noch 2 Jahre gedauert, die Daten auszuwerten. Dann wurde es noch ein bisschen extremer mit Mitte der 70er Jahre Einführung der Robotik. Das heißt, man konnte wirklich Arbeitnehmer, die am Fließband gesessen hat, durch einen Roboter, durch Robotik ersetzen. Das heißt, man brauchte diese Personen da gar nicht mehr. Auch die Computersteuerung und EDV hat Einzug gehalten in die Büros. Da hat sich nochmal viel verändert. Und Sie sehen, die Abstände werden kürzer. Der nächste Einschlag um 2010. Da habe ich als Beispiel Watson, die KI, genannt. Wir haben eine extreme Vernetzung. Wir haben Just-in-Time-Produktion. Wir haben Logistik, die kaum mehr was vorhält, sondern die Warenströme, die sind alle computergesteuert. Und natürlich die künstliche Intelligenz, was da jetzt passiert, auf das möchte ich gleich nochmal eingehen. Vor allem, was mir auch wichtig ist, ist dieses Empowerment, auf das ich auch gleich nochmal eingehe. Ich meine damit, dass Menschen durch die Technologie, durch das Internet, durch die Verfügbarkeit von Wissen, Informationen und Techniken wesentlich mehr tun können als früher. Signifikant mehr. Also es gibt ein unheimlich breites Potenzial an Menschen, die intelligent und schlau sind. Und wenn wir das Wissen zu ihnen bringen, das heißt, wir geben das Wissensmonopol durch das Internet fast auf, dann heben wir unheimlich viel kreatives Potenzial. Und auch darauf müssen wir schauen. Das ist für mich so ein bisschen Age Regression. Sinclair Spectrum 1982, den hätte ich immer gern gehabt, nur hatte ich das Geld nicht. Beziehungsweise, als ich dann die 2 Jahre Zeitungen ausgetragen hatte, am Ende war schon eine neue draußen, den ich mir dann gerade so leisten konnte. Und da möchte ich mal auf den Preisvergleich zwischen dem ESP 8266, klingt sehr technisch, habe ich auf der letzten Republika kennengelernt. Das ist ein winziger Chip. Hier ist ein Quarter-Dollar zu sehen, der ist etwa so groß, dieser ESP. Das Tolle ist, der hat WLAN eingebaut und den kann man mit einer Knopfzelle betreiben. Ganz großartig. Ich glaube, ich hätte die Erde geküsst, hätte ich das vor 25 Jahren gehabt. Preisvergleich. 550, aber nur der billige. Der teure, der hat 175 Pfund gekostet, heute knapp 700 D-Mark. Der da, das Ding, signifikant leistungsfähiger, 2 Euro. Kann sich jeder bestellen. Und dann gibt es noch einen Aspekt, die Miniaturisierung in echt. Im Vergleich zu dem ist das Ding so groß. Und was ist noch der Unterschied? Als ich damals mit den Heimcomputern gearbeitet habe, das Buch Peaks and Pokes und wie es alles hieß, hat 32 D-Mark gekostet. Das konnte ich mir kaum leisten. Und es war so, dass ich es auch kaum verstanden habe. Hierfür gibt es alles per Videoanleitung zum Teil wunderbar erklärt im Internet, in Foren, in Wikis. Das heißt, ich kann eigentlich sofort anfangen. Und ich habe sofort jemanden an der Hand, der mir erklärt, wie es geht. Also auch sehr niederschwellig. Und das ist das, was ich unter Empowerment meine. Die Information ist da und jeder, der es eigentlich wirklich will, der kann das tun. Und als ich vor ein paar Jahren gehört habe, dass ein Schülerprojekt einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt hat, Kosten, glaube ich, das mögen ein paar hundert Euro gewesen sein, mit einem kleinen Raspberry Pi mit verschiedenen Sensoren angehängt, da dachte ich mir, okay, jetzt geht's wirklich los, jetzt können wir alle Dinge tun, von denen ich früher immer geträumt habe. Ja. Automatisierung, einer der Haupttrends sind die KIs. Und was jetzt passieren wird in Zukunft, ist, dass prozesshafte Arbeitsschritte automatisiert werden
Punkt. Das heißt, all das, wozu ich eigentlich kaum Intelligenz brauche, das zur Seite stellen eines PCs, das Rübertragen eines Briefes oder was auch immer, das wird in Zukunft automatisiert sein und da werden Arbeitsplätze wegfallen und das mögen wir finden, wie wir das wollen. Es passiert leider genau so. Das ist das eine. Was aber positiv ist, was jetzt zu beobachten ist, dass wir eine Rückverlagerung von Arbeitsstätten, Produktionsstätten durch die Möglichkeit der Automatisierung und der Just-in-Time-Produktion beobachten. Rowenta stellt wieder Bügeleisen in Sauerland her. Hätte ich mir nicht gedacht. Adidas hat bestimmte Produktlinien, die wieder hier produziert werden. Und warum? Der Faktor Mensch bei der Produktion hat abgenommen. Die Produktionsstraßen werden automatisiert hergestellt und das, was wir da brauchen, sind Leute, die diese Produktionsstraßen steuern können. Und ich habe das Interview mit einem Rowenta-Mitarbeiter gesehen, der hat gesagt, ja, er hat jetzt wieder die Arbeit bekommen bei seinem alten Unternehmen. Es sind zwar die Hälfte der Menschen, die da arbeiten, aber die Arbeit ist spannender geworden, die ist ganz anders. Und das ganz anders, das sollte uns interessieren. Wenn man verstehen will, was künstliche Intelligenz eigentlich tut und zwar das, was das ist, da gibt es ja so Allmachtsfantasien, die wir aus gewissen Science-Fiction-Serien kennen, der Terminator. Das sollten wir vergessen. Künstliche Intelligenz ist zunächst mal nichts anderes als Algorithmen, die ablaufen, vielleicht ein neuronales Netz. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall, nur beim neuronalen Netz kann ich nicht herausfinden, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Das ist da kaum transparent. Aber wir sollten uns anschauen, was können die Dinge. Und das zeigt uns auch die Entwicklung auf. Im Bereich Sensomotorik ist die künstliche Intelligenz dem Menschen noch unterlegen. Das heißt, ich habe noch keinen Roboter gesehen, der einen Knopf annähen kann. Andere Dinge können sie vielleicht viel schneller. Aber diese Geschichten können sie noch nicht. Kognitiv haben wir gesehen, Watson schlägt den Schachweltmeister. Funktioniert schon. Emotional geht gar nicht. Sozial funktioniert auch gar nicht. Was letztendlich dazu führt, dass diese Geräte für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden und dass wir uns anschauen sollten, wie sieht die Zukunft aus. Und da habe ich einen schönen Satz von Professor Schleicher gefunden. In Zukunft wird es darum gehen, die kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Menschen mit der künstlichen Intelligenz von Computern zu kombinieren, sodass wir First-Class-People haben und Second-Class-Robots. Wir sollten das gestalten. Sonst werden wir gestaltet. Ups. Wenn wir jetzt wieder ein Stück zurücktreten, Hauptmerkmale der digitalen Transformation, also was passiert hier jetzt eigentlich? Wissen ist weltweit fast uneingeschränkt verfügbar. Das heißt, ich kann mir jederzeit, ohne Kosten zu haben, anschauen, was kann ich mit dem ESP anstellen und damit produktiv werden. Das ist aber nur ein Technikerbeispiel. Ich muss mich entschuldigen, ich bin Physiker und ich finde solche Maschinen einfach ganz großartig. Aber es gibt hunderte von anderen Möglichkeiten. Wir haben fast uneingeschränkte Kommunikation. Und da stellt sich immer die Frage, dass nicht mehr nur das, was kommuniziert wird, interessant ist, sondern auch das Medium, über das ich kommuniziere. Grenzüberschreitende orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit ist möglich. Bei uns im Team Medienbildung sind die Leute über ganz Hessen verteilt und wenn wir zusammenarbeiten, dann müssen wir die neuen Medien nutzen. Die Kollaborationsmöglichkeiten. An einem Dokument wird geschrieben, über Slack wird sich vernetzt und man überarbeitet. Also es funktioniert alles wunderbar, nur Leute, die das nicht können, kann ich leider nicht gebrauchen. Oder nicht lernen können, ist vielleicht viel wichtiger. Und natürlich, wir haben geringe Kosten an Hightech und das setzt unglaubliche Potenziale frei. Und das sind für mich so die Haupttreiber, die mich bewegen. So.
Und jetzt sollten wir mal ja, dass wir, weil wir uns an einem pädagogischen Institut befinden, auch mal ein bisschen auf die andere Ebene wechseln. Und ich werde mein Abfeiern von Technik ein bisschen einschränken. Ich wollte auf diese 21st Century Skills eingehen. Man hat sich zusammengesetzt und ich finde, das, was man da getan hat, war recht schlau. Man hat sich von den fachwissenschaftlichen Aspekten abgesetzt, das ist das Erste, wobei man nicht gesagt hat, dass es unsinnig ist, schreiben zu können, dass es unsinnig ist, Englisch zu können oder Geschichte oder Mathematik oder Physik oder was auch immer. Man hat sich gefragt, und was brauche ich noch? Und das ist das Wichtige. Man hat getrennt die Learning Skills, Literacy Skills und die Life Skills. Und bei den Learning Skills ist das herausgekommen, was man als die 4Ks bezeichnet. Wir brauchen kritisches Denken, wir brauchen Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Das ist das, was eine moderne, agile Arbeitsgruppe ausmacht. Und das ist auch wahrscheinlich genau das, was ich brauche, wenn all die Berufe, bei denen ich einfach nur einen Stuhl von A nach B umsetze und nicht darüber nachdenken muss, wenn all die wegfallen in Zukunft. Und komischerweise, aber vielleicht überhaupt nicht komischerweise, sind diese 4Ks die Grundlage eigentlich für das selbstständige Lernen. Im Umkehrschluss kann man sich natürlich überlegen, was müssen wir denn in der Schule machen, damit genau diese Skills ausgebildet werden. Literacy Skills. Ich finde diesen Begriff der Literacy eigentlich ganz passend und ich habe noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden. Das beschreibt aus meiner Sicht die Fähigkeit zu kommunizieren über Schrift, über Formeln meinetwegen, über Bilder, über alles Mögliche. Und wenn wir in einer digitalisierten Welt wohnen, dann müssen wir die verschiedenen Kanäle mit hinzunehmen, was nicht heißt, dass wir nicht mehr schreiben. Das ist ja immer so ein Ding, das höre ich in der Diskussion. Die Kinder müssen doch noch mit dem Stift in der Hand schreiben und sie müssen doch dies und jenes noch machen. Es sind andere Dimensionen, die dazukommen. Und ich brauche das Schreiben und das Lesen umso mehr, aber in genau diesen Kanälen, die in der Welt auch vorkommen. Wir haben den Bereich der Information, also Lesen, Schreiben, Recherchieren. Wir haben den Bereich Media. Und da muss ich verstehen, welche Kanäle genutzt werden und wie diese funktionieren. Ohne das geht's nicht. Man sagt, the media is the message. Also nicht nur der Inhalt, sondern über den Kanal, über den ich das publiziere, sagt sehr viel über das aus, was da kommt. Und natürlich die Technologie, dass ich in der Lage bin, die Technologie zielführend einzusetzen. Das Letzte, die Life Skills, Flexibilität, Ambiguitätstoleranz, Eigenmotivation, Selbstständigkeit, Produktivität, dass ich alles tue mit dem Hintergedanken, ein Produkt herzustellen. Wenn wir uns mal überlegen, das auf Deutschland reduzieren, was ist denn an Deutschland so gut? Also wir haben Kohle, ja, ist noch ein bisschen was vergraben. Seltene Erden, nee, gibt's gar nicht. Öl gibt's nicht. Also wir haben da kaum was zu liefern. Was wir liefern, sind Produkte. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir schauen, dass wir auch weiterhin gute Produkte liefern. Und das ist eigentlich auch das Ding der modernen Welt. Soziale Fähigkeiten, ganz wichtig. Ohne gute Teams funktioniert eigentlich gar nichts. Und das Ganze lässt sich mit Haltung überschreiben. Diese Haltung, in der modernen Welt zurechtzukommen, bedarf einer gewissen Haltung. Jetzt habe ich mir herausgenommen, noch etwas zur Kompetenzorientierung zu sagen. Das hat die Ursache, dass ich in einer Diskussionsveranstaltung, die höher aufgehängt war, mal den Satz gehört habe, aber die Kinder müssen doch auch was wissen und nicht nur können. Das ist eine massive Fehlinterpretation der Kompetenzorientierung. Und um zu zeigen, was hat eigentlich die digitale Welt oder die Digitalisierung, die Transformation mit Kompetenzorientierung zu tun, möchte ich auf die Merkmale der Kompetenzorientierung ganz kurz eingehen. Ich möchte auch andere Ansätze nicht verneinen. Dennoch, wenn etwas stattfindet, das diese Merkmale nicht hat, ist es keine Kompetenzorientierung, selbst wenn ich Lernziele plötzlich Kompetenzen nenne.
Das eine, Kompetenzorientierung bedeutet für die Lernenden, und bei der Kompetenzorientierung geht es nicht um die Lehrenden, das ist der Paradigmenwechsel, um die Lernenden, eine Autonomie erleben. Das heißt, sie werden eben nicht in den Gleichschritt gezwungen. Das ist der erste Marker. Der zweite ist, Kompetenz erleben jederzeit ermöglichen. Das heißt, mein Lernen oder das Lernen, das ich arrangiere, ist so arrangiert, dass am Ende der 90 Minuten des Tages jedes Kind, jeder Jugendliche rauskommen kann und sagen, das, genau das habe ich heute gelernt. Also dieses Kompetenzerleben muss immer drin sein. Und in dem alten Setting, was ich früher zumindest verfolgt habe, war es ganz oft so, ich habe eine gesamte Klasse instruiert, vielleicht ein bisschen binnendifferenziert, so mit Arbeitsblättern, so hat man das halt gemacht. Und am Ende war es ganz deutlich so, dass die Leistungsspitze, die hat nichts dazu gelernt, weil ich das alles schon kannte. Die, die Schwierigkeiten damit hatten, hatten auch nichts dazu gelernt, weil es halt nicht konnten und ihnen von vorher was gefehlt hat. Und in der Mitte, da saßen so zwischen 5, 6, 7, 8, die haben was mitgenommen, weil es halt zentral lehrergestützt gesteuert habe. Soziale Einbindung, auch ganz wichtig. Der Mensch ist ein soziales Wesen und Lernen ist eine soziale Veranstaltung. Und es funktioniert mit der Gruppe im Austausch, in der Reflexion signifikant besser als allein. Und wenn wir uns allein diese Punkte anschauen, werden wir zu den 21st Century Skills schon viele Übereinstimmungen finden. Das nächste. Kompetenzorientierung orientiert sich am prozesshaften Charakter des Lernens. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Lernen in einem Prozess, in einem Reflexionsprozess stattfindet, dass Lernen geplant sein muss, dass Lernen durchgeführt sein muss, dass man dann prüft, was habe ich gelernt und schaut, wie es weitergeht. Und nicht als ein Bereitstellen von Häppchen. Kompetenzorientiert ist lernerzentriert und erfordert ein hohes Maß an Individualisierung der Lernprozesse. Das ist genau das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Wenn ich Lernsettings bereitstelle, dann sollten die alle erreichen und nicht nur die Mitte oder das Ende oder die Leistungsstärken. Und es ist produktorientiert. Das heißt, jedes Mal, wenn gelernt wird, kommt ein Produkt raus, an dem man sehen kann, dass etwas gelernt wurde. Bestenfalls projektorientiert. Das ist wie so eine Checkliste, die kann man abarbeiten. Und jetzt kommt das Wichtigste für mich oder eines der wichtigsten Dinge. Eine Kompetenz ist immer die Trias aus Wissen, Können und Haltung. Also es ist durchaus nicht so, wenn ich eine Kompetenz beschreibe, dass die Kinder ja nur noch können, sondern ich habe Faktenwissen, ich habe Kategoriewissen, ich habe Prozesswissen und ich habe Metakognition. Und dazu habe ich die Denkstufen. Ich nehme da gerne die erweiterte Blum'sche Taxonomie, über die ich festlege. Ich erinnere mich, ich kann erklären, ich kann beschreiben, ich kann analysieren, ich kann neu erschaffen. Und mit einer Haltung zusammen ergibt das ganze Ding eine Kompetenz. Alles andere ist etwas anderes. Ohne Wertung. Und wenn wir uns das alles angeschaut haben, dann sind wir bei der Kompetenzorientierung. Alles andere ist halt nicht Kompetenzorientierung, also das Gegenteil ohne Wertung. Ganz allgemein, wenn wir sehen, die Welt ändert sich, sie ändert sich unglaublich schnell. Wir gehen davon aus, dass 2030 so viele, 70% der Jobs, der Jobbeschreibungen neu sind, dass wir uns schnell verändern müssen, dass alle Werktätigen neu dazulernen müssen. Und deswegen braucht es diesen Kompetenzbegriff, dass Kompetenz nämlich bedeutet, dass ich morgen auch noch Probleme lösen kann, die ich heute noch gar nicht kenne. Und dazu brauche ich all diese Eigenschaften. Denn wenn ich mich für einen Beruf mal ausgebildet habe und der ist plötzlich nicht mehr da, was tue ich dann? Bin ich ein Opfer? Ich erinnere, dass in Sachsen die große Turbinenfabrik abgeschaltet wurde. Hochqualifizierte Ingenieure haben dort gearbeitet. Die sind jetzt einfach mal arbeitslos. Und ich bin mir sicher, dass die viel mehr könnten. Und da bedarf es auch der Reflexion, immer das Schauen, wie verändert sich die Welt
Und was muss ich neu dazulernen, damit ich weiterhin zurechtkomme? Didaktik. Ich sehe, dass bei der Diskussion über die Digitalisierung aus meiner Sicht zumindest für meine Wahrnehmung häufig die falsche Frage gestellt wird. Was genau verbessern digitale Medien am Unterricht? Unterricht ist ein Konzept, das sehr lange getragen hat und sehr effizient war. Wenn ich mich an das 19. Jahrhundert erinnern kann, ich mich daran nicht. Aber wenn ich schaue, was da passiert ist, es gab die Notwendigkeit, dass möglichst viele der Bürgerinnen und Bürger schnell alphabetisiert wurden. Und das Konzept der Volksschulen war dafür zielführend und auch der direkten Instruktion und all das, was da entwickelt wurde. Das hat sehr lange gut und vernünftig getragen. Wenn wir aber auf so einen starken Strukturwandel hinsteuern, der jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt, ist die Frage nicht, was müssen wir an dem alten Setting verändern? Oder was verändern wir an dem alten Setting? Wenn ich Computer in den Klassenraum gebe und wir plötzlich auf einem Tablet schreiben statt auf einem Blatt Papier, kann man sich ja natürlich fragen, was hilft das? Oder wenn ich eine normale Tafel durch eine leuchtende Tafel ersetze, was hilft das? Natürlich hat man früher auch nicht gefragt, wie ist denn die Effizienz einer Tafel überhaupt? Da fragt ja auch keiner, machen Sie erstmal Studien und wie viel besser wird das, wenn ich 10 Tafeln statt nur eine da reinhänge? Die Fragestellung ist, wie muss Lernen im 21. Jahrhundert aussehen, damit unsere Kinder gut auf den digitalen Wandel vorbereitet sind? Das ist die Frage, die wir uns aus meiner Sicht stellen sollten. Alles andere bleibt im alten Rahmen. Und auf diesen Rahmen möchte ich eingehen, denn ich finde, dass der Rahmen entscheidend ist. Wir haben auf der einen Seite das, was ich das Gutenberg-Zeitalter nennen möchte und das andere, was ich das digitale Zeitalter nennen möchte, mal ungefragt, ob das richtig oder falsch ist, das so zu nennen. Aber ich möchte es gerne mal ein bisschen abgrenzen und kurz auf das Gutenberg-Zeitalter eingehen. Was jetzt diskutiert wird in der KMK-Erklärung, ist die Digitalisierung des Lehrens zum Beispiel. Was kann ich in Schule tun, um die Lehrkräfte entlasten, damit das, was sie gerade tun, besser funktioniert? Wir haben da Lösungen und das hilft auch, wenn wir zum Beispiel zu Hause auf den Vertretungsplan zugreifen können oder zu Hause meinetwegen einen Filmraum buchen können, dann hilft das durchaus. Hilft auch im alten Setting, ist nicht schlecht und das funktioniert auch alles. Das nächste ist darum, das, um was es uns eigentlich gehen sollte, denn wir alle verdienen Geld, damit Kinder und Jugendliche ausgebildet werden. Eine andere Existenzberechtigung haben wir hier gar nicht. Also dafür wendet der Steuerzahler das Geld auf, aus meiner Sicht. Und unser Handeln sollte natürlich auch darauf abgestimmt sein. Das heißt, die Digitalisierung des Lernens, wobei Digitalisierung finde ich da einen schwierigen Begriff. Man nennt das natürlich immer so, aber wenn man sich mal mit Systemen und Signaltheorie befasst hat, ist das ein bisschen schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass ich das einfach so jetzt nutzen kann. Und da geht es für mich eigentlich um den Begriff der Medienkompetenz. Kompetenter Umgang mit Medien. Und da fängt es Lernerzentrierte an. Das heißt, nicht was machen Lehrkräfte mit ihren leuchtenden Tafeln und dem Schall und dem Video und so weiter und so fort, was sie vorher auch getan haben, nur jetzt viel schöner und besser, sondern was machen die Lernenden? Denn vom Zuschauen lässt sich wenig Kompetenz entwickeln, eher vom Handeln. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn sie so handeln und die Welt sich ändert, brauchen wir nicht eine neue Lernkultur? Und damit haben wir eigentlich schon die drei Handlungsfelder der KMK 2016 abgefrühstückt. Und für mich zeigt es auch, dass die Digitalisierung des Lehrens ist natürlich auch bei einer neuen Lernkultur wichtig und zielführend. Aber die Richtung ist, von der alten zur neuen Rahmung zu kommen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir in Erinnerung gekommen, was mir so vor anderthalb Jahren ist das passiert. Ich habe gelegentlich nochmal, damit ich auch öffentlich nicht ganz so dumm dastehe,
Aufgaben ausgeführt, die normalerweise die Webentwickler, Tester, Webredakteure ausgeführt haben, einfach um den Kontakt zu halten und zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Wir hatten die Anforderung, dass von einem großen Medienpartner die Schulfunksendung, die sie nicht mehr halten konnten, dass wir es schaffen, die den Lehrkräften weiterhin zur Verfügung zu stellen. Das war die Anforderung. Jetzt setze ich das mal ins Gutenberg-Zeitalter um, in meinen Informatikkurs, den ich an der Schule habe. Schreiben Sie ein Programm in der Programmiersprache XYZ, das die Mediendatenbank des Rundfunks ausliest, die Medien automatisiert absaugt und bei Ihnen einspielt. Was habe ich dann gemacht? Okay, so wie ich sozialisiert war, ich habe gesagt, Java kann ich programmieren und ich kann auch noch diese, ich nehme jetzt Java, das kann ich noch ganz gut. Und naja, schätzungsweise 200 Lines of Code, ich werde einen Tag dafür brauchen mit einem Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann bin ich fertig. Ich habe dann mal meinen Kollegen gefragt, der nebenan saß, er hat gesagt, na, Java, denk doch mal darüber nach, guck mal bei Python und guck mal, was schon alles gibt. Dann habe ich eine Webrecherche gemacht und habe gesehen, dass der Task, den ich da ausgeführt habe, nämlich, wer das kennt, RSS-Feed auslesen und Daten absaugen, den hat irgendwie Jim, Bob oder wie er auch immer hieß in Minnesota bereits schon mal gemacht und das Programm stand im Internet. Nicht so genau, wie ich es gebraucht hätte, aber ich habe irgendwie verstanden, wie das funktioniert, weil die alle programmieren, ist immer ähnlich. Ich habe das dann kopiert, paste in meinen Editor, ich habe es mal laufen lassen, 2, 3 Anpassungen vorgenommen und fertig war der Lack. 2 Stunden hat es gedauert. Ich habe gelernt, was ist die Programmiersprache Python, dass die unheimlich geile Bibliotheken am Start hat, dass ich es gar nicht selbst programmieren musste, dass ich schnell fertig war. Ich habe den Zusammenhang zwischen Python und Java kapiert, was sind die Stärken. Ich habe auch gesehen, was ich damit sonst noch alles tun kann. Und das wäre in der Gutenberg-Schule eine glatte 6 gewesen. Ich habe nämlich abgeschrieben. Und was hier passiert ist, dass ich die Share Economy genutzt habe, das weltweite Wissen genutzt habe. Ich habe mit jemand anders zusammengearbeitet und ich war signifikant schneller fertig als früher. Das Lustige war auch noch mit 4 Lines of Code statt mit den von mir abgeschätzten 100 oder 200. Da gab es einfach jemanden, der konnte das. Das hat mir aber auch ausgereicht und das war gut genug. Und das meine ich mit diesem unglaublichen Informationsangebot, das uns bereitsteht. Ich habe jetzt eine schöne, das kam über Twitter rum, Vergleich zwischen der Schule im Buchdruckzeitalter und der Schule im digitalen Zeitalter und was das bedeutet gesehen, dass wir früher lehrerzentriert und heute lernerzentriert sind, von belehrend zu erforschend gehen, von systematisch zu problemorientiert und von objektivistisch zu perspektivisch. All das passiert. Und das Denkmodell büffeln, Denkmodell rauskriegen, das würde ich nicht so extrem sehen. Ich habe es versucht zu formulieren. Das, was ich auch gemacht habe, bis ich etwas unzufrieden damit wurde, war der Blickrichtung Unterricht, die Blickrichtung Steuerung. Ich weiß schon, was gut für euch ist und wo ihr seid. Da habe ich gemerkt, dass ich da ganz oft daneben lag. Das heißt, von der Blickrichtung Vermitteln und Belehren geht es zur Blickrichtung, dass die Schule sich auf das Individuum und auf die Lernprozesse des Individuums fokussiert und diese fördert. Das heißt, lernen und begleiten ist die Blickrichtung. Was nicht bedeutet, dass ich als Lehrkraft keine Ahnung mehr von Physik haben muss, also als Physiklehrer zumindest, wäre immer hilfreich. Denn das tue ich auch noch. Und wenn es gefragt wird, dann berate ich auch. Und ich begleite, ich helfe den Kindern und Jugendlichen einen Prozess zu initiieren, in dem sie sich zurechtfinden und sie jeden Tag ein Kompetenzerleben haben können. Kommen wir zum nächsten Schritt. Wir haben gesagt, in der Kompetenzorientierung, Lernen ist etwas Prozesshaftes. Auf was wir da eingehen, ist der PDCA-Zyklus oder Professor Heiniger hat das als den interdependenten Lernzyklus beschrieben. Das heißt, wir organisieren Lernen in einem Prozess, der immer weiterläuft und der mich auf den Weg bringt, jeden Tag und in jeder Reihe. Phase 1 ist Vorbereitung.
Das heißt, da schaue ich einfach, was kann gelernt werden, was will ich an der Stelle lernen. Anders funktioniert Individualisierung nicht. Und dann plane ich, wie ich das tue. Und dazu gibt es die Lehrkräfte und dazu gibt es Möglichkeiten, wie ich an die Materialien rankomme. Und da kommt die Digitalisierung wieder ins Spiel. Was ich oft gemacht habe, ist eine Lernplattform zu nutzen. Eine Plattform, in der ich als Lehrkraft Lernen strukturiert habe. Mit der Expertise bezüglich didaktischer Reduktion und so weiter. Und darüber habe ich zunächst erstmal klar gemacht, was ist denn die Anforderung, also Transparenz. Ich habe Kompetenzraster in einer bestimmten Art und Weise erstellt. Ich habe gezeigt, was ist hier möglich, um was geht es hier. Und dann haben wir geplant, was muss entweder in den nächsten 3 Wochen passieren oder in den nächsten 90 Minuten, damit jeder Einzelne sagen kann, das hat sich gelohnt. Damit starten wir. Das ist eine Seite, die ich wirklich auch gemacht habe und genutzt habe. Differentialrechnung, das ist die echte Welt. Ich habe nur einen Screenshot von gemacht. Dann sind wir von der Lernplattform, in der die Lehrkraft Chef ist und strukturiert, auf die Seite der Lernenden gewechselt. Eine Möglichkeit ist, mit einem E-Portfolio zu arbeiten. E-Portfolio heißt nicht, ich habe hier eine Mappe, in der ich Zettel sammle. Das heißt was anderes. Ich habe ein Werkzeug, mit dem ich lernen, planen, reflektieren und teilen kann, mit dem ich zusammenarbeiten kann, mit dem ich mich entwickeln kann. Und was wir hier sehen, ist so eine kleine Analyse- und Lernplanung. Ist auch aus dem echten Leben rausgeschnitten. Und dann kommen wir in den nächsten Bereich. Man würde sagen, da wird gearbeitet, aber nein, da wird gelernt. Wir arbeiten von Anfang an. Lernen ermöglichen und begleiten. Da gehen jetzt die einzelnen Lernenden los und setzen ihre Vorhaben um. Produktorientiert. Und meine Aufgabe als Lehrkraft ist es, wenn es für alle ein Interesse gibt, dann halte ich vor allen einen Vortrag. Wenn es für 5 ein Interesse gibt, dann halte ich vor 5 einen Vortrag. Und wenn jedem eine einzelne Person was braucht, bei der ich nur 5 Minuten oder 5 Sekunden brauche, damit diese weiterkommt, dann tue ich das auch. Das ist das, was ich als Lehrkraft tue. Und ich berate und begleite Prozesse. Und das passiert auf dem grünen Bereich. Wie kann das aussehen? Das ist jetzt eine Detailseite, eine Fachseite. Als klar war, was zu lernen ist, habe ich die einzelnen Themen in kleine Dokumente gepackt und habe dann Übungen dazu gegeben. Und daran wurde gearbeitet, aber auch an anderen Dingen. Da gab es in der Regel Videos, die ich mir anschauen konnte. Man konnte auch teilen. Also mir haben manchmal Schüler zurückgemeldet, mit dem Video konnte ich ja gerade mal gar nichts anfangen. Aber ich habe was Besseres gefunden. Und da wusste ich, okay, recherchieren können sie. Und das haben sie dann auch noch geteilt. Das hier ist ein Ergebnis. Und da ich jetzt nicht die ganze Zeit über Naturwissenschaften reden wollte, habe ich mal was gezeigt, was eine Kollegin in Deutsch gemacht hat. Das ist eine Buchvorstellung. Und da haben wir verschiedene Medien und wir haben eine Möglichkeit, etwas zu tun, was vorher nicht möglich war. Nämlich das Einbinden von Filmen, das grafische Überarbeiten, das Anordnen. Da steckt noch wesentlich mehr dahinter, als man glaubt. Als wenn ich einfach nur Übungen runterschreibe. Nächster Schritt, bei dem jetzt Lernen weitergeführt wird, etwas, was in der Schule ganz selten stattfindet. Nein, nicht ganz selten, wir testen ja immer, also nur zum Teil. Unser Lieblingshobby ist testen und kategorisieren und Leistung feststellen. Habe ich ein Problem mit als Physiker, aber gut. Rein inhaltlich, wenn wir mal schauen, was Leistung ist und wie die zu bewerten wäre, objektiv. Da gibt es, was die Digitalisierung betrifft, ein Angebot der Lehrkräfteakademie. Das sind die Lernstandserhebungen, die in Zukunft nicht nur punktuell, sondern auch fortlaufend sind. Und was daran wichtig ist, dass ich nicht nur vergleichen kann, was mich eher nur am Rande interessiert, sondern da ist mir wichtig herauszubekommen, und zwar automatisiert,
Was können meine Lernenden und wo sind die Potenziale zur Weiterarbeit? Und da hilft mir ein informationstechnisches System sehr, denn ich muss das alles nicht selbst auswerten, sondern ich habe hier den Computer, der das für mich macht und kann die Zeit mit den Kindern verbringen. Ist eine Möglichkeit. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Wir haben auch Selbsttests in den Plattformen drin. Wichtig ist aber, dass nicht nur der Test da ist und ich irgendeine Note da stehen habe, zum Beispiel eine 3, da weiß ich gar nicht, ob die super gut umformen können, aber da und da und davon dann weniger Ahnung haben. Ich kann für die 3 eigentlich nicht so richtig viel sagen. Die Frage ist, wo geht's weiter? Und wenn ich das, was schiefgelaufen ist in der Klassenarbeit, nicht anfange zu adressieren, wo ist die Weiterarbeit nötig, dann hört da auch das Lernen auf. Dann habe ich weder bei der Klassenarbeit etwas gelernt, dann sind die 1,5 Stunden schon mal verschenkt, noch habe ich die Chancen, die sich daraus ergeben, genutzt, um weiterzuarbeiten. Und wenn ich weiß, wie weitergearbeitet werden muss, dann muss ich damit auch was tun, und zwar aktiv und selbstgesteuert. Ich muss lernen, wie gehe ich, wie geht mein Körper, wie geht mein Geist damit um, und mir die Frage stellen, was mache ich denn als nächstes und was ändere ich? Und unsere Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe haben Reflexionsansichten dazu gemacht, haben sich überlegt, was ist Gelungenes, was ist noch zu bearbeiten, was will ich bei meinem Zeitmanagement mit in Betrachtung ziehen? Und auch dieser Schritt, den wir auch aus den Qualitätszyklen der Industrie kennen, ist zielführend, dass wir eigentlich die Bildung und das Lernen als Qualitätszyklus begreifen und immer weiter fortschreiben. Ja, im nächsten Schritt, nachdem ich den Prozess beschrieben habe, möchte ich gerne auf das Summer-Modell eingehen. Das werden einige schon kennen. Ich möchte aber eine kleine Perspektive dazu bringen. Das Summer-Modell musste viel Kritik einstecken, zu Recht meiner Ansicht nach, aber auch einige Kritik, die nicht gerechtfertigt ist. Es hilft nämlich, wenn ich kategorisiere und selbst reflektiere, was ich tue, und es hilft mir bei der Einordnung dessen, was ich tue. Im Summer-Modell gehen wir davon aus, dass wir eigentlich 2 Ebenen haben. Die Ebene, in der ich das, was ich tue, nur verbessere, was überhaupt nicht schlecht ist. Gehen wir da mal rein. Ich erweitere oder ersetze das Ganze. Ich habe den Bereich der Substitution. Da ersetze ich Zettel und Stift durch eine Schreibmaschine oder heutzutage durch einen PC oder ein Tablet, auf dem ich vernünftig tippen kann. Ist auch immer die Frage. Und dann mache ich das halt auf diese Art und Weise. Dass es eine Ersetzen ist, heißt nicht, dass es schlecht ist, denn auch da sind Kompetenzen zu lernen, die wir brauchen, zum Beispiel nämlich das Tippen. Und wir müssen irgendwann mal mit den Kindern und Jugendlichen anfangen zu tippen, denn das sind die Arbeitsstationen, an denen gearbeitet wird. Jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass eine große Tastatur und ein großer Bildschirm irgendwann ersetzt wird. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass schon 2015, 14, 13, da fing das an, dass die Jugendlichen, die zu mir kamen, kaum mehr in der Lage waren, eine Tastatur zu bedienen. Na, die haben in ihrer Welt gelebt, war ja auch klar, die konnten schneller texten, als ich sprechen konnte. Ich habe Schüler gehabt, die haben auf dem Handy mitgeschrieben. Und zwar schnell und richtig. Soll man sich mal vorstellen. Ich dachte nicht, dass das geht, aber hat funktioniert. Und deswegen bekam ich die Fragen, was ist denn die Str-Taste und wie mache ich denn das Eurozeichen da rein? Und das Tippen hat elendiglich lange gedauert. Ähnlich natürlich auch das Schreiben einer Bewerbung, denn die will man dann ja schon ganz gerne in einem neuen Format haben und abgeben. Augmentation. Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel mit funktionaler Verbesserung. Ich finde es ganz toll, wenn ich meinen Text in eine Textverarbeitung reinkopiere und ich bekomme diese roten und grünen Linien, und da sagt mir dann das Textprogramm, hier musst du nochmal gucken. Da kann ich auch gleichzeitig lernen, wie es richtig geschrieben ist, und frage mich, warum habe ich das denn falsch geschrieben. Es gibt aber noch x andere Möglichkeiten. So viel dazu. Nächster Bereich. Umgestalten. Hier wird's komplett neu. Hier haben wir Techniken, die unser Arbeitsumfeld, unser Denken und alles Weitere verändert.
Der Bereich Modification, Technik ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben. Da hatte ich dieses schöne Ding, dass wir einen Projekttag vorbereitet hatten. Es ging um ein Video, ein Film und ein Musikvideo. Johnny zieht in den Krieg. Das sollte filmisch bearbeitet werden. Man sollte auf die Schnitte achten, auf die Emotionen, die dort erzeugt werden oder auch nicht. Und da haben sich die Lernenden dran gesetzt, haben sich erstmal das Video zurechtgeschnitten. Das ging eigentlich einfacher, als ich dachte. Da hatten sie noch ein bisschen Instruktion gebraucht. Und bei den Präsentationsmöglichkeiten, da war ich plötzlich abgemeldet. Fand ich nett. Und die hatten sich Prezi ausgesucht. Ich habe einfach ein paar Möglichkeiten genannt. Ihr könnt mit Prezi machen, eine Slate und eine Webseite. Geht alles hauptsächlich. Und das Interessante war mit einem 5-minütigen Anleitungsvideo, dass es besser erklärt hätte, als ich das getan hätte. Und nach einer Stunde sagen die mir, auf Wiedersehen, wir gehen. Gesagt, wo ist euer Produkt? Gesagt, ja, das machen wir fertig. Haben sie denn nicht gesehen, dass man Prezi auch kollaborativ von zu Hause aus weiter machen kann? Und wir finden es zu Hause einfach gemütlicher. Es war da und sie haben das von selbst gesehen. Ich musste nichts dazu sagen. Ich wusste es nicht mal. Es hat funktioniert und hat etwas ermöglicht, was vorher nicht möglich war. Sie haben vorher natürlich das, was sozial wichtig war, miteinander zu diskutieren, zu strukturieren, erledigt. Und natürlich die Redefinition, dass ich jetzt ganz andere Möglichkeiten habe, einen Task auszuführen. Das war vorher gar nicht so möglich. Eine Geschichte erzählen, ich erinnere an das Digital Storytelling und so weiter und so fort. Wir haben Formate, die Dinge möglich machen, die vorher einfach nicht da waren. So, und in diesem Teich schwimmen wir. Und jetzt ist es nicht schlimm, ob ich mich hier oder dort befinde. Und es ist auch wichtig, dass wenn wir eine Transformation, was Unterricht und Schule und Lernen betrifft, ist auch klar zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn ich mich auf dieser Entwicklung befinde. Und wenn ich dann einmal in diesem Teich bin und dann rüberschwimme und da wird es mir ungemütlich und wieder zurückschwimme und das später nochmal versuche, dann ist das auch für einen Veränderungsprozess gut genug. Und dazu haben Studenten eine Erweiterung gebastelt oder ein kleines Lernvideo. Ich glaube, es waren amerikanische Studenten. Das kommt hier gleich. Jetzt hoffe ich, dass es von selbst losfährt. Wenn nicht, gebe ich ihm einen kleinen Schubs. Center model is a swimming pool. We have the enhancement shallow end and the transformative deep end. Across these technology waters are the four levels of the center model. Substitution, where technology acts as a direct substitute with no functional change to the learning experience. Augmentation, when the technology acts as a direct tool substitute but with some functional improvements to the learning experience. Modification, where technology allows for significant task redesign within the learning experience. And redefinition, when technology allows for the creation of new tasks within the learning experience previously unimaginable. In the original SAMR model, there is a line separating substitution and augmentation from this modification redefinition goal, a line dividing educational enhancement from educational transformation. The message given is that educators must teach above the line with a focus on modification and redefinition. However, the realities of teaching and learning with digital tools and resources are not sustainable if you continue to tread water in the deep end. We would exhaust ourselves and sink. Therefore, it is suggested that you remove the line. Just as educators work across the levels of Bloom's taxonomy, the levels of the SAMR model must also be flexible and aligned to what students are doing in their classroom. Only teaching at the level of evaluate and create is impossible and ineffective, just as only integrating technology at the modification redefinition levels are unrealistic. Our goal now is to swim laps, but that is not all this metaphor helps us to see. Imagine too the myriad of educators swimming in these technology waters. Some may be doing cannonballs in the deep end, while some would rather stay in the shallow end. And others may need help even putting their toe in the technology waters.
For these educators, special flotation supports, represented by professional development, coaching, and professional and personal learning networks, to name a few, are needed to help them begin to swim. But no matter where you swim in the pool, everyone can use supports and guidance working across the Sandler model to support student-centered learning, just as educators teach across Bloom's taxonomy to support students' skills and abilities. So erase the line and swim laps across the Sandler model. Was wir jetzt haben bei den digitalen Medien, ist es letztendlich eine neue Zieldimension. Wenn wir die digitalen Medien durch unsere alten Ziele betrachten, dann ist es oft fragwürdig, was wir tun. Aber wenn wir hinzunehmen, was es in Zukunft braucht, dann werden wir die Veränderungen erkennen. Man sollte aber vielleicht nicht vergessen, dass der Buchdruck auch Technik war und dass wir damals auch über Technik gestritten haben oder man damals gestritten hat und es auch für sehr verwerflich hielt, dass man sich plötzlich nichts mehr merken muss, angeblich. Letzter Schritt, komplexe Lernaufgaben. Die begleiten aus meiner Sicht, sind eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, das Lernen zu begleiten, weil sie eben für die Individualisierung wichtig, verschiedene Arbeitswege, vielfältige Möglichkeiten aufzeigen. Sie sind diskursiv angelegt, das heißt, sie können weiterverhandelt werden. Sie aktivieren den Lernprozess und dienen der Sicherung, bedingen eine Aktivierung kognitiv, emotional und so weiter. Und sie bieten eine Orientierungsgrundlage in Form von Anleitungen und Denkanstößen. Das heißt, was ich da gemacht habe mit der Lernplattform ist, ich habe ein Gerüst gebaut, Scaffolding, in dem man sich orientieren konnte. Und in dem Lernprozess, den ich als letztes angeleitet habe, wurden halt Projekte gebaut. Und anhand dieser Projekte konnte ich sehen, dreht sich die Maschine wunderbar, da sind wir schon ein Stück weiter. Was passiert sonst noch? Kann ich das präsentieren? Halte ich einem Fachgespräch stand? Die Präsentationen und nachher das Kolloquium, das haben wir aufgezeichnet und untereinander ausgetauscht. Und anhand der Präsentation haben sich die Schülerinnen und Schüler selbst reflektiert und mir gesagt, was brauche ich als nächstes? Und es gab keine einzige Diskussion um irgendeine Note. Alles, was Sie mir vorgeschlagen haben, hat gestimmt. Komischerweise, ich habe nämlich auf eine zielgenaue Selbstreflexion Punkte gegeben. So sah das denn aus. Wir hatten hier ein kleines Ionentriebwerk gebaut, da hinten elektrische Gasreizung, MHD-Antrieb, elektrostatischer Motor, eine Wasserinfluenzmaschine und da hinten hatten wir den echten Motor. Das war total spannend, der drehte sich am Anfang gar nicht und wie es bei so Produkten ist, kann man da ja sehr viel lernen. Wir haben herausgefunden, dass die beiden, die das getan hatten, die Sache mit dem Stromkreis noch nicht so ganz durchdrungen hatten. Sie konnten aber ihr Handy nutzen, da ist nämlich ein Feldstärkemessgerät drin, um dann herauszufinden, dass das Ding sich gar nicht drehen kann, weil nämlich keine Felder am Start waren. Gut, dass sie eins dabei hatten. Der eine hatte mir dann noch gesagt, als ich gefragt habe, habt ihr denn ein Handy? Also Herr Antoni, wir haben doch alle eins. Wir begleiten durch Single Point Rubrics, ist ein wunderbares Instrument, in dem ich festlege, was sind die Indikatoren, in dem die Schülerinnen und Schüler sich selbst einschätzen können und operationalisieren können, sagen, ja, daran können Sie erkennen, dass ich das kann, an diesem Produkt und das ist mein Plan, so geht es weiter. Das, was Sie hier sehen, nicht sehen, sehe ich gerade, ist etwas, was meine Lernenden aus einer Single-Point-Rubrik erarbeitet hatten. Die waren nämlich mit dem Ding nicht zufrieden, was ich ihnen hingelegt habe. Das wäre unübersichtlich, zu viel und so weiter und so fort. Und nach einer längeren Unterhaltung, was sie eigentlich brauchen, haben sie das entwickelt. Ich habe da nicht mehr als 10, 12 Kompetenzen für eine längere Reihe stehen. Und vor allen Dingen, was sie gebraucht haben, war das da unten, nämlich am Ende der Reihe nochmal zu sagen, okay, und wenn ich geprüft werde im Abitur, dann sollte ich vorher das, das und das mir nochmal anschauen und hieran nochmal arbeiten. Und so hatten sie richtige schöne Arbeitspakete für sich entwickelt. War nicht meine Idee, muss ich zugeben, hat aber funktioniert.
Vielleicht gerade deswegen, weil es nicht meine Idee war. So. Und jetzt kriegen wir die Kurve. Ich bin schon viel zu lange unterwegs, sehe ich gerade. Digitale Medien bedeuten Kontrollverlust für den Lehrenden und das ist für mich gut genug. Ich habe auch kriege weniger Verantwortung für das Lernen übertragen. Also das heißt, diesen Affen, den viele mit sich rumtragen, sondern sie sind doch verantwortlich, wenn ich es nicht kapiere, dann haben sie es nicht gut genug erklärt. Den kriegt man gerne auf die Schulter gesetzt und dann darf man den selbst rumtragen. Das machen wir nicht mehr. Es gibt eine Emanzipation der Lernenden. Sie steuern, sie werden in allem unterstützt, was sie brauchen, um zu lernen. Und das wird geschaffen durch den Rahmen der Kompetenzorientierung. Und das ist für mich die eigentliche Chance, die sich daraus ergibt und die genau das, was wir brauchen, tut. Und das ist auch eigentlich, wenn wir uns überlegen, was sind die Treiber, wo geht's hin, dann das, was wir tun sollten. Wir kommen von einem gestaltet werden, also die Lernenden sitzen da und tun das, was ich ihnen sage, zu einem Selbstgestalten. Und ich glaube auch, dass wir den digitalen Wandel mit eigener Kompetenz gestalten sollten, denn sonst werden wir gestaltet. Der geht ja nicht wieder weg. Und dass das alles nicht neu ist, wollte ich nur noch mal sagen. Das haben wir nicht erfunden. Das ist eigentlich was Uraltes. Das hat schon der Kollege Einstein gewusst. Das, was wir tun sollten, ist das Denken zu trainieren. Und darum geht's eigentlich. Zum Abschluss möchte ich noch mal ein Modell von Axel Krommer vorstellen oder einen Ansatz, eine Idee. Ich habe mich immer über mich gefragt, was ist das mit den Medien? Das ist irgend so ein Beschleuniger. Viele Dinge gehen einfacher, besser und schneller und jetzt habe ich mehr Zeit. Er hat das Verstärkerprinzip beschrieben. Das heißt, die wirken auf eine Art, als eine Art Verstärker auf die positiven wie die negativen Dinge. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir das in der Schule adressieren, dass wir schauen, was funktioniert, wie können die Kinder damit umgehen und dass wir in einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern darauf achten, dass möglichst wenig Schlimmes passiert, dass die Risiken reduziert werden. Und ansonsten gibt es ja auch Forschung, ob jetzt man vom Computerspielen plötzlich ein Amokläufer wird. Die Antwort ist nein. Ist nicht nachweisbar, ist nicht messbar. Digitale Medien als Verstärker. Zum Abschluss habe ich noch eine Sache, die habe ich auch einen Punkt, den habe ich auch ganz oft in Diskussionen gehört. Es ist ja toll, wenn das Netz hier ausfällt, da bin ich erstmal nicht erreichbar, das ist so angenehm. Es gibt ein wichtiges Feature in jedem elektrischen Gerät, war von Anfang an Beginn der Tage war das da. Hier ist es bei mir. Nennt sich Ausschalter. Und diesen zu finden, ist eine wichtige Kompetenz, diesen bedienen zu können, noch besser und vor allen Dingen die Situation zu kennen, wann ich ihn nutze, wann ich nämlich mal alleine sein will und denken möchte oder sonst was tun will und wann ich es wieder anmache. Das hilft uns, nicht gestaltet zu werden, sondern zu gestalten. Vielen Dank.